Wie viele von euch habe auch ich den One Piece Film Stampede im Kino geguckt. Und Leute, was soll ich sagen, es war einfach Eskalation pur. Aber es sind dennoch neue Mysterien aufgetaucht, wie zum Beispiel das Mysterium um den Lockport nach Raftel. Oder wie es halt im Film genannt wurde, Love Tale. Und in diesem Video will ich den Film ein bisschen reviewen und euch genau nochmal erklären, wie das Ganze mit Love Tale und Goldie Roger zu verstehen ist. Warum heißt es jetzt so, was hat es alles zu bedeuten und was hat mir allgemein an dem Film so gut gefallen? Aber bevor es losgeht, habe ich mal wieder die Möglichkeit, euch Raid Shadow Legends vorzustellen, denn das weitere Video ist werbefrei. Was ein brandheißes RPG-Spiel ist aus dem Jahre 2019, also ganz frisch und grafisch. Ganz ehrlich, Leute, das kann man wirklich schon mit Konsolenspielen vergleichen. Und das Beste, es ist ganz kostenlos, eine knackige Story und jetzt kommt's, über 400 Champions jetzt schon, die man natürlich sammeln kann, aber auch customizen kann, wie man lustig ist. Und die Zahlen sprechen für sich. Innerhalb jetzt eines halben Jahres, in 6 Monaten, wurde das Spiel von über 10 Millionen Spielern gespielt und im Google Play Store über 300.000 positive Rezensionen. Mein Lieblingschampion von den ganzen 400 ist Galak, einfach ein breiter Ork mit 2 Streitäxten, was will man mehr? Und man sieht hier auch die Texturen, wie krass das aussieht. Und das Krasse ist, man kann sogar online live, also wirklich 1 gegen 1 gegen andere Spieler kämpfen, was für mich das Spiel auch nochmal vorhebt. Und für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium, das Spiel wird auch immer gebuttert mit Updates. Hier an der Roadmap seht ihr zum Beispiel, was für Updates noch in den nächsten 6 Monaten kommen. Also keine Zeit, sich zu langweilen. Es gibt unendlich Content, was ja die wenigsten Spiele zurzeit von sich behaupten können. Also, liebe Leute, worauf wartet ihr noch? Erster Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Spiel runterladen und ihr bekommt als Neuansteiger 50.000 Silbergeld und einen kostenlosen epischen Champion am Anfang dazu. Und ich würde sagen, los geht's. Erstmal vorweg, es war der beste One Piece Film und ich glaube, da stimmt mir echt die Mehrheit zu, den ich je gesehen habe. Es hatte keine richtige Downphase, es ist direkt losgegangen. Es war ein Auf und Ab der Gefühle, die Animationen sahen knackig aus, keinesgleichen. Wirklich ein Battle Royale aus allen Charakteren am Anfang, die miteinander gekämpft haben. Und der Antagonist Douglas Bullet, der ein Mitglied bei Gold Roger war und man hat sogar erfahren, dass er es mit Rayleigh aufnehmen konnte, war einfach optimal gewählt für diese Rolle, weil er war wirklich wie ein unüberwindbares Hindernis. Und wenn wir auch schon mal da sind, ist das meiner Meinung nach der einzig kleine Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, was ich jetzt auch schon öfter gelesen habe. Das ist wirklich das einzig kleine bisschen, was ich zu kritisieren habe, ist einfach die Teufelsfruchtform, beziehungsweise die große Roboterform und dann nochmal diese Godzilla-Riesen erwachte Teufelskraft Dämonform von ihm, ist einfach wieder ein Riesending. Es ist ja oft so, das war ja auch bei One Piece Film Gold schon so, dass Tesoro auch diese Riesenform angenommen hat. Und ich bin nie so ein richtiger Fan von so Riesengestalten und am Ende ist es nur eine dicke Faust gegen die andere dicke Faust, so mäßig. So eine Kämpfe finde ich nicht so spektakulär, aber zum Glück war das nicht der absolute Hauptkampf, denn es gab auch wirklich einen Mann-gegen-Mann-Brawl gegen Ruffy, alleine im Snake Man. Es gab eine Passage, wo Ruffy in Snake Man gegangen ist, wo es einfach so dynamisch und die Fäuste sind geflogen. Und da war auch das erste Mal, wo man gesehen hat, dass man Douglas Bullet überhaupt verletzen kann, weil vorher haben alle Rookies versucht, ihn anzugreifen, alle Supernovas, und der hat mit denen gespielt. Er hat sie mit Leichtigkeit alle fertig gemacht, was einfach nur krass ist. So, und nur Ruffy mit seiner Snake Man-Form war überhaupt in der Lage, ihn einmal eine zu verpassen und den Film jetzt in seiner Einzelheit in jedes Detail zu reviewen. Finde ich ein bisschen schwachsinnig und auch nicht richtig passend an der Stelle. Ich will einfach nur über die Highlights reden. Er fing die halt direkt an, vor 2 Jahren, dass man Blackbeard gesehen hat in Impel Down und dass er Douglas Bullet gesehen hat, wie er da eingesperrt war. Und wir haben auch erfahren später, warum er da ist. Denn Sengoku, der ehemalige Großadmiral der Marine, hat ihn damals mit dem Buster Call festgenommen. Er war in der Lage, Douglas Bullet festzunehmen. Davor war er ja noch bei den Roger Piraten und da haben wir sogar auch einen kleinen Flashback gesehen, wie Roger ihn mit Leichtigkeit gegen die Reling gefetzt hat. Also man hat gesehen, so ein bisschen so einen Moment, wo Ace immer versucht hat, Whitebeard zu töten, noch am Anfang, als er beigetreten ist. So eine Art kam es für mich rüber, dass Bullet einfach immer Roger übertreffen wollte und dieses Roger-Übertreffen hat sich auch durch den Film gezogen, die Erinnerung von damals an Roger. Und natürlich hat er diese Erinnerung und diese Aura in Ruffy wiedergesehen von Roger. Dieses übliche One-Piece-Feeling, man kennt es. Es war einfach richtig genial. Nach dem Flashback von vor 2 Jahren in Impel Down hat man dann auch das große Festival gesehen und es geht halt um einen Schatz. Ein Schatz von Gold Roger persönlich. So, und was dieser Schatz ist, werde ich euch gleich erzählen. Ich habe es ja schon mal in einem Spoiler-Video erzählt. Es ist eine Schatztruhe und alle Supernova, alle Piraten, aber auch die Marine, Smoker, alle haben sich da eingeschleust, weil das halt ein Riesending in der Welt ist, dieses Festival um diesen Schatz von Roger. Alle wollen diesen Schatz haben. So, und dieser Schatz ist eine Schatztruhe und in dieser Truhe, was sich auch so als Mysterium erstmal durch den Film zieht, weil einige öffnen das, zum Beispiel Buggy, Lysop und am Ende revealed es halt Bullet, was da drin ist. Es ist ein Lockport, ein Eternal Port nach Love Tale. Und da kriegen alle erstmal Fragezeichen in die Köpfe, weil Love Tale wird zwar da direkt so inszeniert und direkt so eingeführt, dass
das ist. Der Logpod ist zur Insel, wo auch das One Piece ist. Also, das ist der Schlüssel zum One Piece. Scheiß auf die Road-Pornoglyphen, die kann man sich sparen, wenn man diesen Logpod hat. Denn es wurde jetzt umgenannt und das ist wirklich Canon. Das ist 100% jetzt auch Canon, wenn jetzt demnächst es im Manga kommt. Beziehungsweise, es ist so ein bisschen zu verstehen wie mit Gold Roger. Gold Roger wurde halt auch immer Gold Roger genannt, obwohl er ja eigentlich Gold D. Roger heißt. So eine Art ist es auch mit Raftel. Ihr wisst ja, die Japaner haben es ja mit R und L so. Und wenn die Raftel aussprechen, dann heißt es halt Laftel. Und Laftel könnte man auch verstehen als Laftel. Und es wurde jetzt offiziell so übersetzt von Oda, dass die letzte Insel, beziehungsweise die Insel, wo das One Piece ist, Laftel heißt. Das finde ich schon krass. An sich war es ja schon die ganze Zeit so. Also für uns Deutschen wurde es Unicorn genannt. Für uns funktioniert das überhaupt gar nicht, eigentlich dieses Wortspiel. Aber halt durch diesen Film wurde eigentlich jetzt der offizielle Name von Raftel enthüllt. Und zwar Laftel. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es liegt halt an der Aussprache im Japanischen. Und es ist einfach, für Japaner ist der Reveal einfach nochmal viel krasser, weil sie ja eh schon immer Laftel gesagt haben. Und jetzt heißt es auch Laftel. Und Laftel, Tail bedeutet sowas wie Geschichte, Erzählung, Märchen. So kann man das übersetzen. Und Laugh heißt halt Lachen. Und da ist das Interessante, wir wissen ja, und es ist für mich jetzt schon wirklich die Theorie, kriegt immer mehr Hand und Fuß, dass die Leute mit einem D im Namen, dass das D wirklich, das große D, was ja auch immer groß geschrieben wird in One Piece, dass das ein Lächeln ist. Was ja auch die Leute mit einem D im Namen oft tun. Sie lächeln ja auch oft. Viele sterben im Lächeln. Und wenn jetzt die Insel, wo das One Piece ist, auch noch Laftel heißt, liegt es nahe, dass vielleicht die Leute mit einem D im Namen, dass diejenigen dort ihre Wurzeln finden, beziehungsweise da das verlorene Königreich ist, was vielleicht einfach auch Laftel heißt. Und dieses große D steht für gar nichts, es ist also für kein Wort, es ist einfach nur ein Lächeln, ein Lachen, was einfach komplett so gut zusammenpasst, finde ich, auch zu Ruffy, zu Roger, dieses Lächeln und das D und dann noch die Insel Laftel, die jetzt offiziell so heißt. Es ist eine offizielle Romantisierung, die wurde jetzt so geändert und es wird so jetzt auch höchstwahrscheinlich, wenn es revealed wird, im Manga nochmal zur Sprache kommt, wird es auch da so als Laftel stehen. Das vermuten die meisten zumindest und ich auch. Und da halt der Anime-Jubiläum gefeiert hat, 20-jähriges, meinte Oda auch in der Nachricht, dass er so einen Film nur machen kann, weil jetzt gerade Jubiläum ist. Und er hat das Storyboard alles komplett selber entworfen, also alles, was da geschrieben wurde mit Bullet als Antagonist, der bei Roger war, der Lockport nach Laftel, das ist alles aus Odas Feder entsprungen und wir wissen jetzt auch gerade aktuell seit dem neuesten Chapter, Shiki war bei den Rocks-Piraten, der wird jetzt auch wieder eingebracht und der war auch ein Antagonist eigentlich nur in dem Film und in Episode Zero halt noch, aber auch Charakterdesigns, die in Filmen oder in Specials aufgetaucht sind, die aber auch von Oda entworfen wurden, sind dann auch Canon im Manga so später aufgetaucht und deswegen kann man oft solche Sachen als Canon mit abstempeln. Auch natürlich, wenn das Geschehen dort nicht offiziell zur Geschichte von One Piece dazuzählt. Das müsst ihr immer differenzieren, weil dass dann Apu, ein Hawkins und ein Kid alleine mit jeder seiner eigenen Crew antanzt, das macht ja null Sinn, weil sie ja, wie gesagt, in der Allianz waren. Apu ein Verräter war, die dann bei Kaido mehr oder weniger untergekommen sind. Und das ist ja alles anders verlaufen eigentlich, weil das Ganze spielt auch noch nach Whole Cake Island. Man hat sogar Zeus gesehen bei Nami. Deswegen, es passt wirklich vorne und hinten vom Geschehen an sich überhaupt nicht. Deswegen braucht ihr das in der Logik selber nicht zu hinterfragen. Aber ansonsten war der Film einfach nur Gänsehaut pur. Am Ende gab es noch einen geilen Ace-Moment und die Post-Credit-Szene noch mit Roger, wie er den Lockport, den er selber sozusagen in der Hand gehalten hatte, nach Laftel ins Meer geschmissen hat und meinte, dass es eh nichts bringt. Und er hat dann selber gesagt, wir waren zu früh. Auch sehr interessant, dass Roger selber meinte, sie waren zu früh. Also sie konnten wahrscheinlich mit dem One Piece auf Laftel gar nichts anfangen. Und er schmeißt es deshalb ins Meer, wurde von einem Seekönig gefressen und irgendwie ist es Bullet oder Bueno Festa gelungen, diesen Lockport zu holen und den jetzt als Schatz da auszustellen. Was eh egal ist, weil Ruffy hat ihn in seinen Händen. Theoretisch hatte er den Schlüssel zum One Piece in seinen Händen, hat ihn dann aber letztendlich zerstört. Was einfach nur ein Moment war, wo das ganze Kino geklatscht hat. Jetzt no joke, das war einfach heftig. Und das war's auch schon mit meiner kleinen Review. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Placement und ich wollte euch einfach nur nochmal die Geschichte mit Raftel, Laftel, mit Bullet und alles nochmal ans Herz legen und nochmal erklären und allgemein meine Meinung zum Film nochmal innerhalb eines Videos hier euch ans Herz legen. So, ich fand den Film, wie gesagt, das ist der beste One Piece Film, actionmäßig, storytechnisch. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn Impel Down irgendwann nochmal kommt, dass wir dann ein Douglas Bullet wieder mal da sitzen sehen. Aber am naheliegendsten wäre es, wenn er einfach jetzt wegbleibt und genau wie Shiki gar nicht mehr auftaucht. Weil dann müsste ja auch das Geschehen innerhalb des Films angesprochen werden. Und es wäre dann einfach weird, weil die Manga-Zuschauer kennen das nicht. Und das kann ja auch eigentlich gar nicht passiert sein. Deswegen würde das nur Logikfehler aufwerten. Deswegen sind diese Charaktere in der Regel einfach vom Tisch. So, schreibt eure Meinung mal zu dem Film, wer ihn gesehen hat. Bitte in die Kommentare und auch was ihr mit der Raftel-Laftel-Theorie beziehungsweise was ihr davon haltet mit der Theorie mit den Dies und dem Königreich. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.